Jembal. So, wir haben jetzt hier gerade angelegt an einer der Inseln der Schülerbahn und ich muss mich jetzt gerade mal hier über so einen engen Steg an Land bringen. Wir sind jetzt hier auf einer der Inseln der Schülerbahn, hier seht ihr das Boot. Und heute schlagen wir hier Camp auf, eine kleine temporäre Klinik, die wir hier aufbauen. Hier in der Schülerbahn leben mehrere Millionen Menschen. In sehr, sehr einfachen Verhältnissen. Ziegeln sind so die wichtigsten Baumaterialien, die sie haben. Hier gibt es in jeder Ecke gibt's eine kleine Ziegelfabrik, eine kleine Ziegelbrennerei. Kleine motorisierte Fahrzeuge haben die hier, wie ihr hier sehen könnt. Und es gibt genug Tiere und auch genug Agrarkultur, Agrarwirtschaft hier, dass die schon genug zu essen haben. Das ist gar nicht so deren Problem. Die Schwierigkeit ist halt nur die medizinische Versorgung. Und deshalb hat halt Shish 6 Boote, die hier in den Schunderbans hin und her fahren. Und jeden Tag fährt jedes dieser Boote auf eine andere Insel. Und dann wird da temporär das Camp aufgeschlagen. Hier sehen wir eine Runde Volleyball. Wir spielen gerne Volleyball. Mit der nötigen Intensität. Hallo. Und jetzt gehen wir mal hier rein. Ich zeige euch die kleine Klinik, die wir hier aufgebaut haben. Das kleine Häuschen. Kleine Hütte. Ein Schild vorne dran, das wir aufgehangen haben. Drauf steht Klinik. Ein paar Rupien, um sich untersuchen zu lassen und die Medikamente zu bekommen. Und hier geht es jetzt nicht primär um Augenheilkunde, sondern hier geht es um medizinische Basisversorgung. Basismedikation. Hier vorne ist eine kleine Registrierung. Da sitzt Schwester Oko und gibt, dass die Patienten registriert werden. Und dann haben wir hinten durch den Arzt sitzen. Dort sitzt unser Arzt. Und hier der Pharmaassistent. Dahinter sieht er die Anni. Hier ist die Kamera, die ich hinbekomme. Hallo. Schweigen. Okay. Ja, sie werden von Kondomen, die hier verteilt werden, bis hin zu Medikamenten, die hier ausgegeben werden. Einfach Antibiotika. Hier haben wir zum Beispiel Amoxidin. Breitbandantibiotikum. Während wir in Deutschland oder in europäischen Ländern oft davon sprechen, dass wir zu viele Antibiotika ausgeben, ist es hier in der Tat so, dass man froh ist, wenn man Antibiotika hat. Vor allem dann auch, wenn es in Richtung Tuberkulose geht. Und ja, dafür sind die Kliniken da, dass wir einfach jeden Tag auf eine neue Insel fahren, Camp aufschlagen, Medikamente auspacken und dann kommen Patienten, werden kurz untersucht und dann kriegen sie ihre Medikation. Das sind die Shish Boat Klinik. Mutti, schau. So, wir sind jetzt gerade dabei, bei den Schwangeren Blut abzunehmen, wie ihr eben schon gesehen habt. Und so sieht ein, wie heißt das, Mutterpass aus von Schwangeren hier. Ich kann leider nicht so viel lesen, weil es auf Bengalisch ist. Aber auch wie bei uns, die Daten der Mutter mit Geburtsdatum und allem. Sie ist jetzt zum dritten Mal schwanger, was man hier sieht. Dann
wann die Schwangerschaft festgestellt wurde, wann der ungefähr ausgerechnete Termin ist. Das ist jetzt ihr drittes Kind. Und hier sieht man auch, dann werden so Symptome angekreuzt. Geht es ihr gut? Hat sie Übelkeit? Hier sieht man, wie weit sie ist. Verschiedene Untersuchungen, Gewicht, Blutdruck. Und so wie ich das interpretieren kann, mit meinen super Bengali-Kenntnissen, sieht man hier auch einfach so Anweisungen für die Mutter, wenn das Kind da ist, oder für die Eltern, wie man mit dem Kind umgeht, was wichtig ist. Tja, hier ist leider nichts eingetragen. Hier geht es darum, wenn das Kind krank ist, ihr Mädchen oder Junge, wenn das Kind krank ist, wie man handeln soll und was die Frau machen soll, wenn sie kurz vor der Entbindung ist. Viele indische Frauen entbinden ja zu Hause und gehen nicht ins Krankenhaus. Ich glaube, sie brauchen ihren Test wieder. Ah, sie ist jetzt dran, mal Blut abnehmen. Viele indische Frauen sind nicht im Krankenhaus, sondern eben zu Hause. Und da sind natürlich auch immer erhöhte Risiken, einmal Infektion, aber natürlich auch der Geburtsvorgang an sich. Also wenn dann irgendwelche Komplikationen auftreten, ist natürlich viel schwieriger zu handeln. Vom Ganges im Endeffekt. Der Ganges geht in ein riesiges Delta über, das Delta-Netz des Schunderbads. Und das hier ist eine kleine Fähre, die von einer Insel zur anderen führt. Und das hier ist unser Boot. Wir zeigen uns euch das gleich mal auch von außen. Wir haben hier hinten unsere Latrine. Hier sind unsere zwei Latrinen, zwei Stück. Hier ist der Wassertank. Wenn der leer ist, können wir nicht mehr duschen oder uns die Hände waschen. Der wird einmal die Woche wieder aufgefüllt. Hier ist die Kapitänskajüte, in der wir unterkommen dürfen. Mach auf. Ich halte einfach mal die Kamera rein, wie das aussieht hier. Simpel, kleines Bettchen. Und dann hier vorne kommen wir zum Wheelhouse. Aber der Kapitän normalerweise drin sitzt, steuert. Der hat dann so ein kleines Glöckchen, was er dann läutet in den Maschinenraum, den zeige ich euch auch gleich, um anzugeben, Vorwärtsgang, Rückwärtsgang und wie viel Dampf. Beziehungsweise hier ist ja eher Diesel. So, hier ist unser Labor. In diesem Labor können wir Entzündungsparameter messen, also Blutsenkung nennt sich das dann. Das ist einfach, wenn man sich anguckt, wie sich das Blut verteilt, wenn man es ein bisschen ruhen lässt, dann kann man Entzündungsparameter sagen. Und einfache Tuberkulose-Diagnostik unter dem Mikroskop. Unser Lab-Technician, der im Labor arbeitet. Was ist das? Ach, die Latrine. Ja gut. Hier ist das Bad. Das Bad. Das Badezimmer. Ja, reicht völlig. Dann haben wir hier das Röntgengerät. Patienten geröntgt, falls wir einen Röntgen brauchen. Und die Röntgenbilder werden dann nicht irgendwie digital verarbeitet, sondern sie werden hier in der Dunkelkammer. In der Dunkelkammer, da werden Röntgenbilder verarbeitet, Annika. Und hier haben wir den Maschinenraum mit der Crew. Der Motor, kommt dann die Glocke unten an. Hier wird auch gekocht gemeinsam über der Gasfeuerstelle. Ja, das ist das Boot drinnen. Und dann gehen wir jetzt mal gleich raus. Kleiner Befein, ja, und zeigen es euch von außen. Und so sieht das Boot von außen aus. Das ist doch ein recht großes Boot. Sieht auch draußen steht drauf. Shish Boot Nummer 4 insgesamt hat Shish oder betreibt Shish 6 Boote hier im Ganges Delta, die durch die ganze Schunderbahnregion fahren und ja, medizinische Versorgung im Endeffekt für ca.
eine Million Leute machen. So viele Menschen warten auf die nächste Fähre.